kommen wir zu dem Punkt, dass der zu uns spricht, um den es heute geht, nämlich Patrick Burkhardt. Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr Burkhardt. Ja, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Boris, sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst erstmal möchte ich zwei Dinge vorwegschicken. Zum einen weiß ich, dass einer hier im Raum ist, für den ist es gerade ein schwerer Moment, aber ich möchte mich herzlich bedanken für einen sehr fairen Wahlkampf. Herr Stadtverordnetenvorsteher, lieber Jens, es ist mir wichtig, das zu betonen, weil ich weiß, wie Herzblut du diesen Wahlkampf auch geführt hast und wie gerne du auch Oberbürgermeister geworden wärst. Deswegen weiß ich, dass das für dich gerade kein schöner Moment ist. Trotzdem möchte ich dir herzlich Danke sagen für den fairen Wahlkampf. Herzlich Danke sagen für den fairen Wahlkampf und ich bin mir sehr sicher, und ich komme gleich auf ein paar Themen, dass wir gemeinsam für die Bürgerinnen und Bürger, Stadtverordnetenversammlung und Magistrat zusammenarbeiten werden. Und das Zweite, ich möchte die jungen Männer noch mal kurz vorstellen, die hier Musik gemacht haben auf meinen Wunsch. Also wenn es Beschwerden gibt über die zu lockere Art oder die zu lustige Art, dann bitte zu mir. Lieber Rüdiger Schmidt, der Herrensalon, wo ist er? Da hinten. Du weißt, ich liebe deine Arbeit mit den jungen Menschen. Du gibst den Menschen unglaublich viel. Und die geneigten Verabschiedungs- und Einführungsbesucher wissen, dass der Herrensalon auf meiner Verabschiedung auch gespielt hat. Und ich fand es eigentlich eine ganz gute Verknüpfung zu heute. Lieber Rüdiger, vielen Dank. Und vielen Dank dem Herrensalon für die musikalische Untermauerung heute Abend. Dankeschön. Ich werde jetzt nicht auf alle Reden eingehen können, dann schaffe ich tatsächlich noch die 20 Uhr, aber das möchte ich Ihnen auch ersparen. Ich sage aber zu und beginne gleich morgen, lieber Jan Böse. Mein erster Besuch nach der Amtseinführung ist beim Gewerbeverein morgen. Wir werden morgen das erste Gespräch führen, aber alle anderen, die gesprochen haben, werden mich entweder irgendwie wiedersehen oder werden im kommunalen Finanzausgleich mit mir diskutieren, wie auch immer. Aber wir werden mit Sicherheit auch in den Dialog eintreten, die Hochschule natürlich auch, aber auch alle anderen, die heute hier gesprochen haben. Vielen Dank für die netten Worte. Vielen Dank auch für die Vorschusslorbeeren. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung für mich insgesamt, aber ich glaube insgesamt auch für die Stadtgesellschaft. Lieber Boris, es ist nicht selbstverständlich, dass du gerade zwischen Koalitionsverhandlungen und gescheiterten Haushalten in Berlin, da muss ja auch schauen, dass Hessen nicht hinten runterfällt. Das sind sehr spannende Diskussionen. Wir erleben das gerade auch im Planungsrat. Wir werden auch die nächsten Wochen noch intensiv über das Geld diskutieren. Noch bin ich nicht weg. Sehr intensiv über das Geld diskutieren. Aber dass du dir die Zeit nimmst, heute herzukommen, das bedeutet mir sehr viel. Und ich finde es großartig, dass du das gemacht hast. Nicht nur als Ministerpräsident, du hast das gesagt, wir sind schon sehr lange per Du, aber du warst auch mein Minister. Als Wissenschaft- und Kunstminister, meine erste Station. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du da bist, dass du dir auch die Zeit nimmst. Du hast auch noch Zeit, hast du gesagt. Deswegen kann ich auch noch ein bisschen reden und du bist noch ein bisschen da. Schön, dass du da bist. Ich freue mich aber auch, dass mein Amtschef da ist. Da werden jetzt einige fragen, was heißt das? Wir sind ja als Ministerium kein eigenes Ministerium. Wir sind ja im Bereich der Staatskanzlei. Das heißt, ich bin kein Amtschef, was ich persönlich sehr gut finde, weil ich 30% mehr Zeit fürs Thema habe und mich nicht um den ganzen Personalkram und Haushalt und sowas kümmere, was ich jetzt gerne wieder mache. Aber lieber Axel, da möchte ich dir herzlich Danke sagen als mein Amtschef. Schön, dass du da bist. Und ich möchte auch gerne Andreas Mons als den Abteilungsleiter Z nennen, der heute auch da ist, mit meinem Team. Und das ist der Blick zurück, den ich gerne noch mal kurz machen möchte. All das, was beschrieben worden ist, Markus, von dir und auch über andere Dinge, die wir in der Digitalisierung erreicht haben, geht nur mit einem Team. Und das Team ist heute anwesend. Ich freue mich, dass mein persönliches Team anwesend ist. Meiner persönlichen Referentin Jana Melzer, aber natürlich auch Frau Schirm. Frau Schmidt ist heute positiv getestet worden. Sie kann leider nicht kommen. Aber ich freue mich, dass ihr zwei da seid. Ich freue mich aber auch, dass Frau Böhme und insbesondere, ich sage immer, meine Abteilungsleitung, Frau Syring, heute anwesend ist. Das ist die, die auf der Arbeitsebene mit euch immer wieder verhandelt und auch erfolgreich verhandelt. Von daher freue ich mich, dass mein Team aus Wiesbaden auch heute hier ist. Seid mir herzlich willkommen. Ich freue mich besonders, dass ihr da seid.
Und lieber Markus, das ist nicht selbstverständlich, dass ein Bundesstaatssekretär, du hast es gesagt, auf die kommunale Ebene kommt und hier auch ein paar Worte spricht. Wir sind beide in Jena gewesen, gestern Abend noch. Bin heute Morgen zurückgefahren, damit ich pünktlich hier war, aber es war schon 10:45, also es war rechtzeitig da. Wir haben gemeinsam auch uns wieder mit nicht nur Vernetztwerk, sondern auch für die Verwaltungsdigitalisierung gekämpft, weil das merkt man schon bei den Digitalisierern. Und das war ja heute auch zu lesen, insbesondere bei denen, wo ich glaube, dass sie davon nicht so die Ahnung haben und darüber sprechen, zumindest über die Verwaltungsdigitalisierung, haben wir wieder gestern gemeinsam gekämpft beim Digitalgipfel der Bundesregierung. Mit Sicherheit auch ein Highlight insgesamt in unserer Landschaft. Ich freue mich, dass du da bist, extra aus Jena heute hergefahren. Danke, dass du da bist. Und ich freue mich auf die weitere 4 Wochen. Wir müssen noch über das Geld reden, das machen wir auch noch. Und noch über viele andere Dinge, aber ich verspreche dir, wenn ich mal hier nicht weiter weiß mit der Verwaltungsdigitalisierung, rufe ich dich an, dann kriegen wir das gemeinsam hin. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, liebe Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer, ich kann, glaube ich, sagen, dass es auch für mich heute wieder ein ganz besonderes Gefühl ist, erneut hier zu stehen. Das muss man ja wirklich sagen. Es gab einige, die mir auch unter 4 Augen gesagt haben, ob das denn tatsächlich so mein Ernst wäre, erneut wieder in Rüsselsheim zu kandidieren. Und ich habe das ganz bewusst gemacht und habe das auch ganz bewusst auch in schwierigen Zeiten gemacht. Und wir haben, Herr Stadtverordnetenvorsteher, liebe Fraktionen, liebe Stadtverordnete, wir haben sehr viele große Themen vor der Brust. Ich kann jetzt nicht alle Themen hier aufzählen. Dafür haben wir lieber Jan Böse oder den Neujahrsempfang. Da könnt ihr euch auf 2 Stunden Vortrag des neuen Oberbürgermeisters freuen. Gab es auch schon, lieber Otti Geschka, habe ich gehört zumindest, dass es zu deiner Zeit auch mal solche Vorträge gab. Nein, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir über Inhalte sprechen. Das werden wir zu Genüge tun. Aber ich möchte gerne das eine oder andere herausgreifen. Ich möchte herausgreifen natürlich die aktuellen Entwicklungen rund um den Verkauf der Opel-Flächen. Das ist für uns, und der Ministerpräsident hat das gesagt, ich bin froh, dass er das auch so gesagt hat, weil wir werden mit Sicherheit auch mit dem Land ins Gespräch gehen müssen in der Frage der Entwicklung dieser Flächen. Denn wir müssen insgesamt hier einen großen Schritt für die Stadt gehen, einen großen Schritt für die Entwicklung unserer Heimatstadt gehen, und das wird uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen. Das kann ich jetzt schon sagen, und wir wissen alle, was da auf uns zukommt, und wir wissen vor allem auch, was da auch an Engagement gerade auch abverlangt wird von ehrenamtlichen Politikerinnen und Politikern hier in der Stadtverordnetenversammlung, aber auch im Magistrat. Und ich kann Ihnen sagen und auch versichern, dass wir versuchen, von der Hauptamtlichkeit her Sie zu unterstützen, beziehungsweise dass wir das gemeinsam hinbekommen. Wir haben eine Innenstadt, die einen näheren Blick braucht, eine Innenstadt, die immer im Fokus steht, aber jetzt gerade wieder sehr aktuell. Wir lesen leider sehr oft über Frage von Sicherheit, die Frage von Verschmutzung, aber wir sind auch da in Teilen auf einem guten Weg, aber das wird mit Sicherheit eines der ganz wichtigen Themen werden. Ich gucke Richtung Frau Schmitz-Henkes als Ortsvorsteherin in Bauschein. Wir werden uns sehr intensiv um die Frage kümmern müssen, Eselswiese und vor allem auch die Frage der Entwicklung der Stadtteile insgesamt, auch Königstetten und natürlich, auch wenn es keinen Ortsbeirat gibt, werden wir die Haslocher nicht vergessen, keine Sorge. Wir werden uns ein bisschen mehr konzentrieren werden auf die Stadtteile und in der Entwicklung, die teilweise sich ein Stück weit hinten herangesetzt fühlt. Das sehe ich nicht so, aber wir werden uns trotzdem drum kümmern. Wir werden das Thema Wohnen sehr intensiv besprechen müssen. Es wurde angedeutet auch von Frau Präsidentin, nicht nur im Bereich der Studierenden, sondern auch in der Frage Wohnraumentwicklung insgesamt, was die Stadt Rüsselsheim angeht. Auch in der Frage, was kann Rüsselsheim noch stemmen und was nicht. Nicht immer nur Wohnraum bauen ist guter Wohnraum. Da müssen wir uns auch genau unterhalten gemeinsam, wie wir da vorangehen. Da ist natürlich das Quartier am Ostpark eines der ganz wichtigen Bereiche. Und meine Damen und Herren, wir können nicht umher, um den Haushalt zu reden. Wir werden sehr intensiv darüber ringen müssen, wie wir in Zukunft die Finanzen stabil aufstellen. Wir haben gerade heute vom Landesrechnungshof ein ziemlich schlechtes Zeugnis bekommen als Rüsselsheimer. Das heißt, wir müssen, man muss es immer hinterfragen, was der Rechnungshof aufschreibt. Aber das ist natürlich eines der ganz großen Themen, der Zukunftsthemen, in der Frage, wie wir uns aufstellen, aber auch in der Frage, wie wir handlungsfähig sein wollen. Wir haben nur Spielräume der Entwicklung, die wir gemeinsam gestalten wollen, wenn wir Handlungsräume haben beim Thema Finanzen. Und meine Damen und Herren, wir werden sehr intensiv über das Thema Flüchtlinge und Migration sprechen in den nächsten Wochen. Das sehen wir in allen Bereichen. Ich teile das, dass wir in der Vergangenheit die Stadtverordnetenversammlung gemeinsam mit dem Magistrat viele richtige Entscheidungen in Rüsselsheim getroffen hat. Ich teile auch, dass wir insgesamt, auch was das gesellschaftliche Engagement angeht, tatsächlich sehr gut aufgestellt sind. Aber es werden neue Herausforderungen auf uns zukommen. Das zeigen die Zahlen. Und ich prognostiziere auch, dass wir in den nächsten 1,5, 3, 2 Jahre mit Sicherheit über das Thema sehr intensiv sprechen werden und auch die Frage beantworten müssen, wie schaffen wir es Wohnraum, wie schaffen wir eine neue Heimat für Menschen zu schaffen, die zu uns kommen.
Und meine Damen und Herren, wir müssen uns um das Thema Schule und Kindergärten kümmern. Wir haben ein, wie ich finde, ich erlebe das ja bei meinen Kindern aktuell sehr intensiv, ein sehr hohes Niveau in den Kindergärten. Das müssen wir aber halten. Das ist viel Arbeit, das ist harte Arbeit, die wir gemeinsam angehen müssen. Da gibt es aber und gab es in der Vergangenheit in der Stadtverordnetenversammlung einen sehr großen Konsens, den wir gemeinsam getroffen haben in der politischen Landschaft hier in Rüsselsheim. Den gilt es weiterhin auch hochzuhalten. Und das, glaube ich, wird auch in Zukunft so sein. Und meine Damen und Herren, ich will auch die Kultur ansprechen. Und eine Frage des Landesrechnungshofes heute ganz eindeutig beantworten. Der Landesrechnungshof hat in seiner Präsentation auf der Pressekonferenz die Frage gestellt, braucht Rüsselsheim ein Theater? Da gibt es von mir eine ganz klare Antwort, Herr Ministerpräsident. Wir brauchen in Rüsselsheim ein Theater. Wir werden auch in Zukunft ein Theater haben. Die Frage ist nur, wie wird es in Zukunft ausgestaltet? Darüber müssen wir uns unterhalten. Darüber müssen wir uns unterhalten und auch im Bereich des Theaters wird es Veränderungen geben müssen. Da sind wir uns auch alle einig. Wir müssen darüber sprechen, wie wir unser Theater zukunftsfähig machen. Meine Damen und Herren, das sind einige wenige Herausforderungen. Ich habe das gesagt, ich werde nicht alle Herausforderungen ansprechen können. Aber ich glaube, wir dürfen bei all den Dingen, den großen Themen, die wir vor uns haben, nicht die vermeintlich kleinen Themen, unsere Vereine, das Ehrenamt, unser großartiges, in weiten Teilen großartiges soziales Engagement, die Frage von Umwelt, die Frage von Klimaschutz. Und ich sage auch hierzu, ich habe das auch im Wahlkampf gesagt, ich werde mich dem Thema Klimawandel und Klimaschutz für Rüsselsheim, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Rüsselsheim hier einen großen Beitrag leisten können, werde ich mich intensiver widmen und werde einen Fokus meiner Arbeit setzen. Wichtig ist mir, und das ist auch das, Herr Waldschuch hat es eben auch gesagt, und ich möchte das ausdrücklich betonen, wir brauchen eine Zusammenarbeit in der gesamten Gesellschaft, einen Zusammenhalt von Politik und Gesellschaft. Wir brauchen ein Miteinander von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung. Wir werden es nicht, weder der Magistrat alleine noch die Stadtverordnetenversammlung alleine hinbekommen. Und ich bitte Sie und fordere Sie auf und hoffe auch, dass Sie meine Einladung annehmen, an einem Strang zu ziehen und bitte in eine Richtung. Meine Damen und Herren, ich glaube auch, dass das das ist, was die Bürgerinnen und Bürger von uns erwarten, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und uns um die Probleme der Bürgerinnen und Bürger und unserer Heimatstadt gemeinsam kümmern und auch gemeinsam Lösungen finden. Ein Thema, was immer wieder ein wichtiges Thema ist und uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen wird, ist die Vielfältigkeit unserer Stadt. Rüsselsheim ist eine tolerante Stadt und das soll sie auch in Zukunft bleiben. Meine Damen und Herren, ich will eine tolerante Stadt, in der jeder willkommen ist, der Respekt und Toleranz anderen gegenüber lebt. Und meine Damen und Herren, ich will eins ganz deutlich sagen. Antisemitismus hat in Rüsselsheim keinen Platz. Mich hatte sehr getroffen, dass Menschen in Rüsselsheim die Israel-Fahne am Rathaus abgerissen haben. Ich habe damals, als das passiert ist, vor wenigen Wochen mich klar geäußert in den sozialen Netzwerken. Und die Reaktionen darauf, meine Damen und Herren, Sie können die nachlesen bei mir auf Instagram-Account, die müssen uns beschäftigen. Die Antworten, die ich als persönliche Nachricht bekommen habe, möchte ich Ihnen gar nicht erzählen. Aber das sind Antworten, das muss uns als Gesellschaft insgesamt zusammenbringen in der Frage, wie schaffen wir es, sowas in Zukunft zu vermeiden? Wie schaffen wir es, zusammenzustehen und den Menschen, die antisemitische Äußerungen äußern, klar entgegenzugehen und auch den Menschen entgegenzugehen, die Israel auch nur ein Stück weit in Frage stellen? Das ist ein gemeinsames Projekt der gesamten Gesellschaft. Ich möchte gerne als Oberbürgermeister gemeinsam mit den Akteuren in dieser Stadt vorweggehen und ich wünsche mir und hoffe, dass Sie mit mir gemeinsam diesen strengen und vor allem auch strikten Weg gegen Antisemitismus und gegen Fremdenhass gemeinsam gehen. Zu jeder Amtseinführung gehört es dazu, dass die Rednerinnen und Redner die Familie erwähnen. Das mache ich auch sehr gerne, das tue ich aber aus vollster Überzeugung. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass Familie für mich mit das Wichtigste ist und vor allem an erster Stelle steht. Und ich weiß ganz besonders, dass insbesondere meine Frau nicht nur in den letzten 6 Jahren, sondern eigentlich auch in den letzten 12 Jahren, ich bin schon lange verheiratet, ja, gell? 12 Jahren,
sehr oft zurückstecken musste und vor allem am Ende auch für mich zurückstecken musste, jetzt auch 5 Jahre auf die Kinder zu Hause aufgepasst hat, für mich zurückstecken musste, als ich meinen Beruf so ausüben konnte, wie ich es tatsächlich tun kann. Und das ist eben nicht selbstverständlich, dass eine Familie einem so diesen Rücken frei hält. Von daher, Steffi, aber natürlich auch die Familie, vielen herzlichen Dank für diese tolle Zeit und ich hoffe, dass das auch die nächsten 6 Jahre so sein wird. Der geneigte Beobachter meiner Besuche bei Vereinen oder auch meiner sozialen Netzwerke hat gesehen, dass wir gewachsen sind. Wir haben 2 Töchter in diesen 6 Jahren bekommen, also wir waren recht produktiv. 3 und 5 Jahre alt sind beide leider, zumindest die eine erkältet, deswegen konnte sie nicht kommen. Es ist wie bei allen anderen Kindern in dieser Jahreszeit, wir hatten aus den Kitas alles mitgebracht. Und so ist es auch bei unseren 2, deswegen können sie heute nicht dabei sein. Ich will aber klar und deutlich sagen, ich möchte nicht, dass meine Kinder mich in der Zeitung mehr sehen als zu Hause. Ich möchte, dass meine Kinder mich erleben als Vater und ich möchte auch als Vater meine Kinder mit großziehen. Deswegen bitte ich um Verständnis, wenn der ein oder andere Termin, dem ein oder anderen Besuch in der Kita, wie am kommenden Wochenende das Weihnachtscafé, Platz machen muss und ich tatsächlich mehr Zeit für meine Familie verbringen möchte. Das heißt nicht, dass ich nicht anwesend bin, Sie kennen mich, aber das eine oder andere werde ich mit Sicherheit mal absagen müssen, weil eben jetzt mittlerweile 2 weitere Menschen in der Familie sind, die für mich, für uns, für meine Frau und für mich sehr wichtig sind und einen großen Fokus finden werden, natürlich die kommenden Jahre. Meine Damen und Herren, zum Schluss möchte ich auf dieses Haus zu sprechen kommen. Ich möchte auf meine zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sprechen kommen und ich möchte auch auf den Magistrat zu sprechen bekommen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich möchte herzlich Danke sagen, lieber Oberbürgermeister, aber auch lieber Bürgermeister, lieber Stadtrat, dass ihr mir schon die Gelegenheit gebt, mich in die Themen, die ich anfangs ein bisschen beschrieben habe, schon einzuarbeiten. Es wird keinen Cut geben am 1.1., sondern es ist ganz wichtig, dass die Themen vorangebracht werden. Von daher möchte ich herzlich Danke sagen erstmal an Herrn Bausch, dass er mir das Haus geöffnet hat sozusagen und gesagt hat, arbeiten Sie sich ein, die Themen, die Sie sich einarbeiten wollen. Dass ich jetzt fast jeden Tag hier bin, das wusste er nicht, aber natürlich wissen Sie, dass ich mich sehr freue auf den 1.1. und deswegen nehme ich das Angebot sehr gerne wahr. Aber auch die Themen, die ich beschrieben habe, die beiden Dezernenten bearbeiten aktuell und dafür herzlichen Dank, dass ihr schon so offen mit mir umgeht. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Magistratskollegen. Ich freue mich aber auch auf die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden hier im Haus. Und ich weiß, dass Mitarbeiter einer öffentlichen Verwaltung gerade in einem kommunalen Bereich immer viel ertragen müssen. Die werden in der Stadtverordnetenversammlung politisch immer wieder die Themen, die diskutiert werden, nehmen sie persönlich mit nach Hause, auch wenn es gar nicht so gemeint war. Aber natürlich sind das Mitarbeitende, die insgesamt für unsere Stadt viel leisten wollen. Und ich weiß, und das glaube ich ist ein ganz großer Vorteil, warum ich auch wieder als Oberbürgermeister kandidiert habe, dass ich weiß, was sie können. Ich weiß, wie sie gearbeitet haben, als ich die 6 Jahre hier war. Und ich weiß, was sie leisten können. Und ich sage ihnen zu, ich werde dafür sorgen, dass wir eine gute Umgebung haben hier in den Räumlichkeiten der Verwaltung, aber auch natürlich die modernen Arbeitsmöglichkeiten, die es gibt, die wir auch in Zukunft nutzen wollen, um effektiver zu werden, um am Ende auch noch mehr Service für die Bürgerinnen und Bürger leisten zu können. Und ich freue mich ausgesprochen auf die Zusammenarbeit mit Ihnen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Liebe Abteilungsleiter, Referatsleiter, Amtsleiter, nehmen Sie es bitte mit und sagen Sie es Ihren Kolleginnen und Kollegen in den Abteilungen oder in den Fachbereichen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit sehr freue und auf den 1.1., um mit Ihnen gemeinsam für unsere Heimatstadt zu arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass wir da Seite an Seite arbeiten werden. Meine Damen und Herren, der Weg hierher hat mich einen Slogan, man sagt auch Wahlkampfslogan, begleitet. Und ich möchte das heute ganz bewusst nochmal wiederholen, indem ich sage, lassen Sie uns gemeinsam anpacken. Ich bin bereit und ich hoffe, Sie sind es auch. Vielen Dank.